da sind wir wieder und jetzt spielen wir noch ein bisschen weiter. Zuletzt, wo wir immer freies Spiel hatten, sind wir immer in Runde 86, 87, 88 so den Dreh kaputt gegangen. Brauchst du mal noch gucken. Was? Na, erstmal nicht. Brauchst du noch Geld? Ja, wenn bräuchte ich 6.000. Gib dir schon mal 3. Ja. Ich hätte auch immer Geld dazu durch diese... Warte mal, ich mach's mal ein bisschen langsamer. Aber wobei, brauchen wir eigentlich auch nicht. Warte mal, das ist total dumm. Aber die Fähigkeiten sind, glaube ich, nicht schlecht. So, jetzt haben wir nämlich schon 139 Leben. Ne? Danke sehr. Ja, aber gleich flutschen die eh welche durch. Hast du noch was gebaut? Ja. Was denn? Für den dritten Robo. Okay. Ja, ich muss die Fähigkeiten gleich mal gescheit setzen, aber das Problem ist, dazu müssen die auch nah genug dran sein. Ja. Leider habe ich jetzt hier nur Gold rausgekriegt. Oh, Alter, jetzt haut uns aber hier raus, glaube ich. Das würde ich noch nicht sagen. Na, noch geht's, okay. Fast schon Rekord. Ja, fast schon Rekord. Normal hat die Runde immer quasi Ende gemacht, ne? Willst du noch einen Robo auf dem Bauen? Jo. Noch einen bauen? Ja, mir hat 8000 gegeben. Ja. Steht schon. Ist halt die Frage, wie viel. Na. Ist halt die Frage, wie viel wir noch an Leben dazugewinnen können jetzt. Ja. Bevor wir sterben. Im Endeffekt, selbst wenn wir noch 100 Leben kriegen, wenn die durchflutschen, sind die ja eh weg. Ja, es kommt drauf an. Angenommen, wir kommen wirklich so auf 500 Leben oder so, dann ist die Chance ja vielleicht doch noch da. Ja, aber wenn ein Roter durchkommt, ist das doch eh schon weg. Das weiß ich, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob es jetzt irgendwann immer stärker wird oder ob sich das jetzt so mit dem Geld entwickelt, dass du nicht mehr quasi... Also das ja, wir so kriegen aber durch die Kisten kriegen wir noch was. Okay, ich habe die Bananenplantage verkauft, das war natürlich nicht so schlau jetzt beim weiteren Spiel, aber im Grunde auch egal. Ja, vielleicht kann man jetzt auch unendlich weiterspielen. Ich glaube nicht, dass es unendlich geht. Irgendwann ist der Platz vorbei. Na gut. Und irgendwann, selbst wenn du alles maximal vollsetzt mit diesem Tempel des Affengoldes, ist trotzdem irgendwann vorbei. Ja, stimmt. Dann setze ich jetzt nochmal ein Affendorf dahin und spare gleich auf Affenstadt, dann gibt es nochmal extra Geld. So, hau das nochmal raus. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Jetzt haben wir 259 Leben. Ja, wenn wir so 500 Leben kämen, wäre das ja schon mal nicht schlecht. Aber irgendwann ist vielleicht auch trotzdem Schluss. Ich kann das nicht ab. Ja, das hast du gesehen. Waren schon ein paar Leben weg, ne? Ja. Da waren schon ein paar Leben weg. Da die Frage, was man noch bauen soll, einfach. Ich weiß es echt nicht. Ja, ich baue jetzt noch einen Robomonkey und dann müsste das eh gewesen sein. Aber wir können starten. Warte noch nicht. Noch nicht. Bitte. Ja, also wieder Kontrollpunkt. Warte mal, immer verfolgen. Jetzt habe ich noch 800. Dann gib mir die, dann kann ich Robo aufbauen. Jo. Warte mal, ich habe jetzt wie viele Fähigkeiten? Die ganze Leiste ist fast voll mit Fähigkeiten. Deswegen mache ich jetzt auch mal normale Geschwindigkeit. Nur leider habe ich jetzt noch keine Fähigkeit frei. Erst gleich. Ey, der ist links rumgefahren. Hat der Sauger, hat den nach links gesaugt. Alter, diese Grünen, die hauen hier auch irgendwann um. Ich hau ja gerade schon die ganze Zeit die Fähigkeiten raus, aber das ist trotzdem schwierig. Aber guck mal, wie viele das einfach nur sind. Mhm. Ja, jetzt ist gleich die ganze Runde voll. Dann müsste eigentlich Feierabend sein. Jo. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo da überhaupt Ende war. Hat er recht? Rechts sind die rausgefahren, ja. Einfach ein riesiger Kreis. Jo. Alter. Heftig. Ja gut, damit sind wir durch. Ich bin und wir sehen uns die Tage wieder. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Bis genau, die Ballons stehen vorher einfach da und drehen sich dann zurück. Verschwinden im Loch, alles klar. So, macht's gut, ciao. Na.